Nun zu unserer Reportage, verehrte Zuschauer. Zum ersten Mal durfte ein Fernsehteam in das Allerheiligste eines Automobilherstellers eindringen, in die Entwicklungsabteilung. Die Reportage Testfahrt mit Tarnkappe verfolgt die Entstehungsgeschichte eines Autos, vom ersten Zeichenstrich des Designers bis zur geheimen Testfahrt in der nordamerikanischen Wüste. Am Anfang war ein Blatt weißes Papier. Ein Armaturenbrett entsteht. Ganz genau der Entwurf eines Armaturenbretts. Einer von vielen Entwürfen, eine von vielen Zeichnungen, bis endgültig entschieden wird, so soll das neue Auto innen aussehen. Es ist ein langwieriger Prozess. Eine Arbeit zwischen Kunst und Technik. Karin Steinbach, Interieurdesignerin, seit 1977 bei BMW. Sie ist eine der wenigen Frauen, die wir in der Männerwelt der Automobilentwickler treffen. Beobachtungen beim Entstehen eines neuen Autos. Genauer, die letzten 12 Monate. Mancher Schritt musste für die Kamera eigens nachgestellt werden. Denn diese Entwürfe des Armaturenbretts zum Beispiel entstanden in Wirklichkeit schon vor 6 Jahren, 1984. Im Gespräch mit Hans Braun, dem Chefdesigner für das Auto Innenleben. Immer wieder Diskussion, immer wieder Kommunikation und Abstimmung. Nicht an der Seite, wo die Düse ist, etwas flacher zu haben. So, was mir gut gefällt, ist dieses Farbband bei uns. Ja, das wollen Sie dann auch in die Tür reinlaufen lassen. Ja, genau, lassen, ne? Genau, das hatten wir schon mal besprochen. Da können wir dann auch später dann Leder drauf machen, dass wir eine Teillederausstattung haben. Das Forschungs- und Ingenieurzentrum von BMW in München. FITZ nennen sie es in ihrer Abkürzungssprache. 5000 Menschen, Ingenieure, Konstrukteure, Techniker. Gemeinsame Aufgabe, das Entwickeln neuer Autos. Dies ist das Heiligtum des Unternehmens, die Denkfabrik. Der Entschluss, uns in diese Zwingburg der Geheimnisträger einzulassen, fiel dem Vorstand schwer. Nur ein Kreis ausgewählter Mitarbeiter darf die Hallen des Forschungszentrums betreten. Auch wir dürfen die Schleuse passieren, zur Geheimhaltung schriftlich verpflichtet und trotzdem immer wieder misstrauisch beäugt. Ganz am Anfang stand die Entscheidung des Vorstands, ein Coupé der Luxusklasse zu bauen. Sie fiel 1984. Intern war sie umstritten. Wer kann schon sicher sein, dass den Käufern 6 Jahre später der Sinn nach einem großen Auto steht und dass sie genügend Geld dafür haben? Gleich nach der Vorstandsentscheidung beginnt die Arbeit am Äußeren des Autos. Es ist die Stunde der Modelleure. Sie bringen in eine Form zum Anfassen, was der Designer gezeichnet hat. Und immer wieder ist der Designer dabei, überprüft. Gut. Da ist noch ein Loch drin. Das Handwerkszeug der Modelleure ist die Knetmasse. Plastilin, sagt der Fachmann. Aus diesem Plastilin entstehen 3 Modelle. Immer wieder verglichen mit den Entwürfen der Designer auf dem Papier. Bis endgültig entschieden wird, wie das Auto aussehen soll.
Herzinger, wie sind denn die Sichtwinkel nach draußen und auf die Instrumente? Ja, okay, Sicht also von diesem... Eine andere Abteilung und eine andere Arbeit, aber ebenfalls in Beziehung zum Design. Mit Puppen aus Plastik gehen sie um, sprechen geheimnisvoll vom 50%-Mann und der 5%-Frau und meinen damit die Häufigkeit der Körpermaße. Dass 50%-Mannequin und auch die kleine 5%-Frau, also ihre, die Augen auf dieser schrägen Ebene haben, also immer eine hervorragende Sicht auf das Kombi-Instrument gegeben ist. Gut. Jetzt, wenn wir den Mann einmal so annehmen, dass er so sitzt, wie kommen wir denn dann mit der kleinen Frau zurecht, also mit der sogenannten 5%-Frau, die haben Sie ja hier. Ja. Könnten Sie die auch einmal positionieren, ja. Denn mir geht es jetzt natürlich sehr darum, dass wir hinter den 95%-Mann auch noch einen anständigen Platz für die sogenannte 5%. Sein Titel Leiter Nachfolgeentwicklung. Ewald Merz begann mit dem Nachdenken über dieses Auto bereits vor 9 Jahren im Dezember 1981. Er beobachtet die Entwicklung der Märkte, die Autos der Konkurrenz, politische und gesellschaftliche Entwicklung. Man kann ja maximal bis nur zu einem gewissen Abstand, also an das Gesäß ran. So, und jetzt, wenn ich unter der Leitung von Ewald Merz entsteht das Lastenheft, in dem beschrieben wird, was das Auto bieten soll, was an Leistung erwartet wird, wie die Komponenten zu verteilen sind. Diese Arbeit ist Koordinierung. Sie begleitet die Entwicklung und lässt ein Paket entstehen. In der Fachsprache das Package. Polster für ein Coupé, also ein hervorragender Wobei wir hier unten mit dem Schienbein dann noch vor können, damit er hier nicht so tief mit dem Waden im Sitz drin ist. Ist ja wichtig bei den kleinen Personen, dass die Waden nicht abgeschnitten werden. Wenn die Leute vom Package ihre Aufgaben erledigt und ihr Lastenheft geschrieben haben, etwa 4 Jahre vor Beginn der Serienproduktion, beginnt er mit der Arbeit, der Konstrukteur. Der Konstrukteur von heute arbeitet am Bildschirm mit dem Rechner. Vorbei die Zeit von Papier, Lineal und Zeichenstift. Computer-Aided Design, CAD, ist schneller und vielfältiger. Unser Beispiel, es entsteht der Aufpralldämpfer für die Frontpartie. Das Teil soll später im richtigen Autoleben Zusammenstöße abfedern. Mit dem Rechner lässt sich simulieren, Einbau des konstruierten Teils in die Frontpartie. Und noch mehr, es lässt sich sogar erproben. Der Konstrukteur simuliert einen Aufprall auf eine Wand und beobachtet, ob das, was er konstruiert hat, auch funktioniert. CAD ist faszinierend. Dann haben wir hier noch. Sieht fast schon aus wie ein Auto und ist doch nur ein Modell über einem Holzgerüst, die sogenannte Sitzkiste. Die Designer für den Autoinnenraum führen den jüngsten Entwicklungsstand vor. Was ich vorschlagen würde, wo wir auf jeden Fall bei bleiben sollten, das wären die ineinander geschobenen sportlichen Instrumente. Wir haben dann auch beim Sportlenkrad einen besseren Durchblick. Die Sportlenkräder sind immer etwas kleiner im Durchmesser. Und damit haben wir das an für sich sehr gut gelöst. Die Variante können wir an für sich fallen lassen. Sollten wir nicht mehr weiterverfolgen. Ja. Und die beiden sind dann für sich nur geringfügig unterschiedlich. Der oberste Designchef von BMW, sein Name Klaus Luthe. Vor Jahren entwarf er, damals noch bei NSU, den Ruhr 80. Ja. Formales Vorbild für eine Generation von Autos. Ein Modell soll entstehen. Die Fräse ist programmiert, aus Kunststoff wird die Form herausgearbeitet. Vollautomatisch. Dennoch, so genau arbeitet die Fräse nicht. Der Mensch muss nachprüfen. Modellbauer bei der Feinarbeit. Messen mit einem hochpräzisen Lasergerät.
Auffallend, es sind viele junge Menschen, die hier arbeiten. Mit Engagement und Verantwortung für wichtige Aufgaben. Bernd Rast, 23 Jahre, ausgebildet als Modelltischler von Anfang an bei BMW. Ein Abteilungsleiter sagt, wir holen den Nachwuchs aus der eigenen Truppe. Es sind nicht Leute von den Hochschulen, sondern richtige Handwerker. Jetzt ist das sogenannte Mastermodell aus Kunststoff fertig. Dies ist die verbindliche Form. Nach ihr werden die Prototypen gebaut. Endlich, die Zeit von Holz und Kunststoff ist zu Ende. Es beginnt die Ära des Metalls. Wir nähern uns dem ersten richtigen Auto. Wirklicher Zeitpunkt vor etwa 3 Jahren. Armin Lesser, der junge Feinblechner. 3000 Mark brutto verdient er im Monat. Aus dem BMW-Werk Dingolfing kommt er, seit einem Jahr im Forschungszentrum. Mit einer Arbeit, die ihm mehr Freude macht, als in der Produktion zu stehen. Hin und wieder sind Überstunden fällig, aber das macht ihm nichts aus. Seine Aufgabe, das Formen einer Blechtafel zu einem Stück des Radgehäuses. Handarbeit, langwierig und mühsam. Mit dem Hammer wird das Blech über die Form getrieben. Langsam. Zu kräftige Schläge verderben das Blech. So entstehen Stück für Stück die Bleche für das Auto mit der internen Bezeichnung E31, E für Entwicklung. ...665 Länge. Vorsichtig und zunächst provisorisch werden die Bleche zusammengefügt. Wir sind im Prototypenbau. Vor dem Zusammenschweißen steht das Messen, der Vergleich mit den vorgegebenen Daten aus dem Rechner. Autoentwickler sind nicht tolerant, sondern unnachgiebig genau. Es ist ziemlich teuer, so ein Auto in Handarbeit entstehen zu lassen. Und am teuersten ist natürlich der erste Prototyp. 2 Millionen Mark kostet er. Mai 1989. Wir sind dort, wo der Innenausbau der Prototypen geschieht. Von einer Fremdfirma kommt ein Exemplar der von Karin Steinbach entworfenen Armaturentafel. Die Zulieferer sind von Anfang an am Entwicklungsprozess beteiligt. Und das heißt, sie sind auch beteiligt an Freud und Leid der Entwickler. In diesem Fall am Leid. Das Teil passt nicht. Wollen die das hinschnitzen oder was? Folgendermaßen, sie nehmen unten die Rippen raus, was wir letztes Mal auch gemacht haben, und schleifen mir um die Ecke ab, dann passt das. Toll. Ja, unser Teil ist richtig, Herr Altmann. Ja, sag ja nichts, trotzdem ist toll. Also, wie gesagt, haben Sie schon Schrottteil, das reicht ja. Die Teile sind insofern richtig, dass der Rad ist oben vielleicht stimmen mag, aber wenn der Anleger um 2 Millimeter zu hoch liegt, dann kann oben das ja nie passen, ne? Das ist ja klar. Nee, das passt ja hier oben hin. Ich konnte das hier oben reinbringen. Beim nächsten Mal wird's passen. Diesmal muss es passend gemacht werden. Und so wird das mängelbehaftete Stück in die Karosserie eingebaut. Dass sie improvisieren können, es wird von den Männern im Prototypenbau erwartet. Es gibt keine vorgegebenen Werkzeuge, keine vorgedachten Arbeitsabläufe. Es gibt nur eins, Termindruck. Und der ist unerbittlich. Wir haben Ende Mai. Mitte Juni soll das Auto fertig sein. Wie gesagt, ein Prototyp wird hier gebaut. Aber aussehen soll er, als käme er vom Fließband. Äußerlich perfekt. Es sind Tüftler, die diese Arbeit mögen. Und irgendwie schaffen sie es immer. Von Ihrer Seite her geht, Herr Dr. Lindemann. 2. Juni 1989, kurz nach 13 Uhr. Besprechung im Forschungszentrum. Gekommen sind 15 Ingenieure, das Projektteam E31. Geleitet wird das Treffen von Projektleiter Hans-Peter Weisbart. Der E31 ist sein Auto. Er soll es zur Serienreife führen. Dieses Teil, wo jetzt die Dichtheit simuliert ist,
noch einmal wegmachen oder zumindest einen Versuch in die Richtung. Auf der Tagesordnung unter anderem das Innengeräusch. Wie lässt es sich dämpfen? Wie kann dabei Gewicht vermindert werden? Es geht auf dieser Sitzung um technische Lösungen, aber auch um Kosten. Der Kampf ums Geld setzt die Techniker unter Druck. 4,5 Kilo Gewicht reduzieren. Wobei die 4,5, wenn ich es unterbrechen darf, realisierbar wäre zum Serien. Zum Serieneinsatz. Das war ja unser Ziel. Jetzt einmal Serieneinsatzbare ab Nullpunkt. Wobei bei den 4,5 noch ein Haken dabei ist. Wenn Sie sich den ersten Punkt gleich ansehen, dann haben wir dabei eine Kostenmehrung bei 500 Gramm Gewichtsreduzierung von 3,50 Mark zu erwarten. Da stellt sich die Frage, wollen wir das wirklich tun? Sollen wir das Geld aus... 3,50 Mark bei einem Auto, das mehr als 100.000 Mark kosten soll. Das ist an der oberen Grenze, würde ich sagen. Ja. Sonst quält es nicht. Nein. Das ist an der oberen Grenze. Das ist jetzt, die Frage stellt sich, ist es wirklich den Aufwand wert? Das muss man einfach mal probieren. Schönen guten Tag. Am selben Tag der Projektleiter und sein Werkstattmeister. Max Reisböck kämpft gegen den Zeitdruck. Das ist am 14.06. ist doch die Händlerpräsentation. Richtig. Der OFK-Präsentation. Genau. Und gibt es irgendeine Möglichkeit, den Termin? Nein. Überhaupt nicht. Null. Wir haben dann also null Chance. Wir haben in keiner guten Situation. Wir haben die Bayernhalle reserviert. Die Einladungen sind raus. Da können wir nicht mehr zurück. Keine Chance. Wäre eine Möglichkeit, die habe ich schon mal andiskutiert, dass wir den Innenraum fertig machen. Und zwar so gut, wie es irgend geht. Also nur den Innenraum? Nur den Innenraum. Dass wir das Fahrzeug nicht fahrfertig machen. Dass wir den Wagen reinschieben und nicht reinfahren. Und dass wir das Fahrzeug abschließen, die Seitenscheiben absenken und in diesen Innenraum hineinlegen Neonröhren. Sodass der Innenraum sichtbar ist, hell ausgeleuchtet ist. Aber Terminverschiebung ist undenkbar? Absolut undenkbar. Sorry. Das heißt für uns die Beine hoch, Jungs. Das heißt Wochenendarbeit, ja, das ist mir klar. Aber ich habe keine Chance, weil wir die Halle angemietet haben. Die Einladungen sind rausgegangen. Ich habe sie nicht etwa so geahnt, aber wir haben also große Probleme mit der Türverkleidung vorne, die wo noch gar nicht da ist. Ja gut, jetzt haben wir eine Chance. Dass wir lassen ja das Fahrzeug zu. Das heißt also, dass jemand die Tür aufmacht, ist relativ unwahrscheinlich. Ja? Wir schließen den Wagen ab. Wenn wir also hier 1300 Leute durch dieses Fahrzeug laufen lassen, ist der Wagen im Innenraum sowieso... Wir könnten das ein bisschen improvisieren. Wir können improvisieren. Genau. Improvisieren, das heißt Wochenendarbeit und Überstunden. Es wird eng. Vor allem, es müssen mehrere Fahrzeuge gleichzeitig gebaut werden. Für Testfahrten, für Crashversuche, für den Windkanal. Manche Autos müssen getarnt werden. Zum Schutz vor den neugierigen Fotografen. Mit Tarnkappe und mit Klebestreifen. Stärkste Tarnung, das nachträgliche Bemalen. Selbst wenn so ein Fahrzeug vor die Kameras der Erlkönigjäger geriete, niemand könnte die Konturen erkennen, sie sind auch nicht zu retuschieren. Versuche im Windkanal. Das Motto, die Form folgt der Funktion. Doch oft genug gibt es Anlass zum Streit zwischen den Ingenieuren und den Designern. Prüfstand für das Fahrwerk. Diese Anlage kostet Millionen und ist doch billiger als die Fahrt auf der Straße. Dieses Fahrwerk, hätten Sie es gewusst, simuliert eine Fahrt auf der Nordschleife des Nürburgrings, auf einem der härtesten Rennkurse der Welt. Der Rechner steuert den Prüfstand, das Fahrwerk im Grenzbereich. Geschwindigkeit mehr als 200 km/h.
Ein Härtetest für Stoßdämpfer, für Reifen und Felgen und für die Bremsen. Steht er defekt in einer kleinen Werkstatt und macht klägliche Geräusche, der rote Versuchswagen. Der Grund? Motorschaden. Eigentlich sollte er tatsächlich auf dem Nürburgring fahren. Der Schaden wirft das Programm um. Woran liegt es? Wir beobachten die Mechaniker bei der Suche nach dem Fehler. Da liegt er schon. Mhm, der Bursche. Das ist der Kamerad. Ja, was ist das? Das ist der Schlepphebel. Was für Zylinder war es denn jetzt? Der zehnte. Der zehnte. Der Gleitstein ist ab. Die Panne wird telefonisch nach München gemeldet. Ja, Kipphebelbruch am zehnten Zylinder. Ja, den Schaden kennen wir eigentlich überhaupt nicht. Das trat bis jetzt nie auf. Jetzt aber geht's los. Einen Tag später als geplant. Wir haben den 4. Juli 1989. Testfahrt mit Tarnkappe. 8000 Kilometer an der Leistungsgrenze. So viel wie 150.000 Kilometer im Alltagsbetrieb. Schon wieder eine Panne. Ende dieser Testfahrt. Der Prototyp macht Ärger und bleibt auf der Strecke liegen. Diagnose: Kupplung defekt. Abschleppen ist nötig. Der Fasser fährt hinterher mit dem M3 und mit dem Warnblinker. Zentrale Ruf, Fahrzeug 2. Dies sind Bilder, die sich der Hersteller gerne erspart hätte. Wieder im Forschungszentrum, Abteilung Musterbau. Es geht um den Tank für das neue Auto. Das Lastenheft, erstellt von den Leuten im Package, gibt den Konstrukteuren und Technikern den Auftrag, der Tank soll aus Kunststoff gefertigt werden. Leicht und sicher soll er sein. Er soll sich in die Karosserieform unter dem Rücksitz einpassen und soll einen möglichen Aufprall gut überstehen. Den Leuten, die auf die Kosten achten, missfiel an den ersten Mustern, dass zur Tankbefestigung spezielle Schrauben erforderlich waren. Hier im Musterbau ist der Tank inzwischen so geändert worden, dass ganz gewöhnliche, genormte, also billige Schrauben verwendet werden können. Jetzt erst sind die Kostenjäger zufrieden. So, man Höhe? 130. Okay. Und jetzt? 115. Okay, jetzt wird die Leitung zwischen Speicher und Bremsgerät eingebaut. Am Anfang in der Planungsphase waren es ein paar Dutzend Leute, die am Projekt des E31 arbeiteten. In der Hochphase der Entwicklung, wenn die Prototypen und die Muster fertig werden sollen, sind es bis zu 2000 Menschen. In der gesamten Entwicklungszeit entstehen etwa 100 Versuchsfahrzeuge und Prototypen. Sie kosten das Werk
je nach Entwicklungsstand pro Stück 1,2 bis 2 Millionen Mark. Und einige werden nur gebaut, um im Crashtest zerstört zu werden. Autoentwicklung ist Spezialistenarbeit. So wie hier, wo sich ein Techniker ausschließlich damit befasst, dass die in Frage kommenden Reifengrößen auch mit Schneeketten in das Radgehäuse passen. Von Anfang an muss vieles bedacht werden. Nachträglich zu ändern, bedeutet Korrektur an großen Werkstücken. Und das wird gleich sehr teuer. Nee, wir wollten vorher die Knöpfe runter. 15. Juni 1989, Bayernhalle. Der Prototyp ist fertig geworden und sogar fahrbereit. Wir stehen, wir essen und machen nichts mehr dran. Ja, aus. So ist er in Ordnung. So gefällt er mir. Gürmann, ja, aus. Was ist er? Schön. Lampenfieber bei Projektleiter Weißbart. Danke. Eine Frage. Bitte. Eine Frage. Sind Sie nervös? Ja. Warum? Bin ich. Das erste Mal, dass ich mit dem Auto, mit einem so großen Publikum zusammen bin. Schon ein Problem. Wo kann das Problem sein? Die Kollegen? Das Problem ist, meine Kollegen sind sehr viel kritischer in vielen Dingen, als ich es wahrscheinlich bin. Da sind sie, die kritischen Kollegen, die Führungskräfte von BMW. An der Spitze Vorstandschef von Kuhnheim. Von ihm wird gesagt, er sei zuerst einer der Gegner des neuen Autos gewesen und sei nur mühsam überzeugt worden. Gerüchte. Offiziell wird natürlich nichts bestätigt. Hans-Peter Weißbart, aufgeregt, in Erwartung der Zeremonie. Noch ist das Auto verhüllt, keiner soll es sehen. Dann aber ist es soweit. Nach der erfolgreichen Präsentation kann man es ja sagen. Aus dem Entwicklungsprojekt mit dem internen Kürzel E31 ist das Auto mit der Typenbezeichnung BMW 850i geworden. Zwar stand vor dem Führungspersonal immer noch ein Prototyp, aber einer auf dem aktuellen Stand der Entwicklung. Es war der sogenannte Trimwagen. Im Forschungszentrum geht es jetzt um den nächsten Schritt. Wie wird aus dem handgearbeiteten Einzelstück ein Auto, das sich in Serie herstellen lässt? Pilotwerk heißt diese Abteilung. Hier arbeiten die Techniker des Forschungszentrums zusammen mit Leuten aus dem Werk, in dem der Wagen künftig vom Band laufen soll. Etwa die Hälfte der Männer, die hier arbeiten, kommt aus dem Werk in Dingolfing. Sie sind zu Besuch. Gemeinsam haben sie die Werkzeuge eingerüstet, so als wären sie im Produktionswerk. Nun geht es darum, die Serienherstellung zu üben. Kaum ein anderer Autoproduzent besitzt solch ein Pilotwerk. Stolz darauf ist immer wieder spürbar. Vor allem das Pilotwerk hilft Geld sparen. Denn die Probeläufe von München erleichtern das Anfahren der Produktion in Dingolfing. Fehler, die in München den Technikern auffallen, können in Dingolfing vermieden werden. Auch eine Hochzeit will gelernt sein. So nennen sie die Verbindung von Motor und Karosserie. Neu entwickelt wurde er nicht, der 12-Zylinder-Motor mit 300 PS Leistung. Aber er muss sich mit weniger Platz zufrieden geben. In Coupés geht es nun mal enger zu als in Limousinen. Das gilt auch vorne unter der Haube. Achtung! Go! Go! Helmut, fahr!
Ende Juni 1989 ein Sprung nach Bologna in Italien. Mitten hinein in die Dreharbeiten zu einem Werbefilm. Bisher wurde das Auto getarnt. Hier und jetzt ist das unmöglich. Der Wagen, im Film ist er der Hauptdarsteller und der darf keine Tarnkappe tragen. Es sind Dreharbeiten, bei denen Aufwand erlaubt ist. Die Werbefilmer setzen alles ein, was so richtig Geld kostet. Mobile Kamera auf einem Kran, ein Hubschrauber. Und gefilmt wird im exklusiven 70mm Format. Eine Spielhandlung setzen sie in Szene, bei der das neue Auto von dem Hubschrauber verfolgt wird. Am nächsten Tag der Hauptdarsteller blank geputzt vor dem Dom in Florenz. Oder? 3 Wochen hat sich das Team für die Dreharbeiten Zeit genommen. Siegfried Steiner, Inhaber der gleichnamigen Produktionsfirma, Regisseur, Kameramann und Mädchen für alles. Seine Firma arbeitet bei BMW exklusiv. Andere Kunden sind nicht erlaubt. Aber das lohnt sich. Vor dem Dom in Florenz lässt Steiner Schienen legen. Er hat etwas ganz Besonderes vor. Auf diesen Schienen soll die Kamera am Auto vorbeifahren. Fahrt- und Kamerabewegungen werden von einem Rechner kontrolliert. Die Vorbereitungen dauern länger als die Dreharbeiten. Machen wir praktisch die Werte. Und so sieht das Ergebnis aus. Eine Kamera wie von Geisterhand bewegt. Motion Control, kontrollierte Bewegung, heißt die Technik. Sie liefert perfekte Bilder, sie kostet aber auch viel Geld. Hier wird ein Werbefilm produziert, von etwa 4 Minuten Länge, für 1 Million Mark. Damit könnte man einen Spielfilm drehen. Im Herbst sollen diese Bilder der Öffentlichkeit gezeigt werden. Auf der Automobilausstellung 1989 in Frankfurt wird der Autohersteller den Film vorführen. Viel Zeit bleibt nicht mehr für die Produktion. Dies Bilder für die Werbung? Nein, hier fährt wieder ein richtiger Prototyp. Wir sind in den USA, in Los Angeles, es ist Ende August und sehr heiß. Es geht darum, das Fahrzeug amerikanischem Klima und amerikanischem Benzin auszusetzen. Schließlich soll das Auto gerade auf diesem Markt verkauft werden. Die Teststrecke führt vorbei an den Villen in Beverly Hills. Da ergibt sich von selber der Blick auf die Zielgruppe und auf die Konkurrenz. Schluss mit den Stadtfahrten. Ein Wegweiser verspricht Death Valley, Tal des Todes. Der schwarze Testwagen auf einer Landstraße einige 100 Kilometer nördlich von Los Angeles. Es ist eine andere Welt. Letzter Tankstopp vor der Fahrt in die Wüste. Der Wilde Westen lässt grüßen. Sie kommen alle in diese einsame Gegend, die Autohersteller der Welt. Denn die Bedingungen für Härtetests sind hier ideal. Im Motel am Rande des Death Valley, uns fällt eine Fahrzeugflotte auf. Neue Modelle, amerikanische Kennzeichen, japanische Fahrer. Aha, die sind auch hier.
Unsere Kamera erregt Aufsehen und den Unwillen der Aufpasser. Nachdrücklich wird der Wunsch geäußert, weitere Bilder nicht zu machen. I am not a German television. Television? Yes, so please, please do not take a picture or something. Also begeben wir uns dorthin, wo man uns zuschauen lässt, in die Wüste. Hitzetest in Death Valley. Aufregende Fahrt durch eine Salzpfanne bei 50 Grad Celsius. Wir müssen auch die Fahrsituation erproben, die unserem extremsten Kunden einfallen könnte, sagt der Testfahrer. Die unterschiedlichen Testprogramme sind den Ingenieuren vorgegeben. Zum Beispiel eine Stunde mit laufendem Motor in der Hitze stehen, Temperaturen messen. Messstelle 1, 120 Grad, Messstelle 2, 48 Grad, Messstelle 3, 98 Grad, Messstelle 4, 96 Grad, Messstelle 5, 76 Grad. Messstelle 6, 78 Grad, Messstelle 7, 1,8 Bar, Messstelle 8, 1,9 Bar. Außentemperatur war 48 Grad. 48 ja. Grad, ja. Okay. Ja. Testprogramm wieder im Fahren. Forcierte Bergfahrt. Steigung von 0 auf 1400 Meter Höhe. Außentemperatur von 48 auf 30 Grad sinken. Schwerstarbeit für den Motor. Seit 8 Wochen fährt dieser Wagen durch die USA, auf wechselnden Strecken, mit unterschiedlichen Testprogrammen, mit immer wieder ausgewechselten Teilen. Alles wird einer Zerreißprobe ausgesetzt, vom Motor bis zum Sitz. Die Konstrukteure zu Hause brauchen diese Ergebnisse. Frankfurt Messegelände. Es ist Samstag, der 8. September 1989. Das Auto schwebt an seinem Platz auf dem Stand der BMW AG. Noch schiebt Sicherheitspersonal Wache, noch hält sich der Neue bedeckt. Von morgen an aber soll er nach dem Willen seiner Schöpfer der Star der Ausstellung sein. Automobilausstellung. Endlich keine Geheimniskrämerei mehr. Jeder kann das Auto sehen. Für die meisten wird es im Sinne des Wortes ein Traumwagen bleiben. Der Grundpreis sorgt für Exklusivität. 135.000 Mark soll er kosten, ohne Sonderausstattung. Aber auch Käufer finden sich ein. In den 8 Tagen dieser Ausstellung werden schon 5.000 Wagen bestellt. Was die meisten Käufer nicht wissen, noch ist das Auto, das hier gezeigt wird, nicht bis zur Serienreife fertig. Oktober 1989, an einem sonnigen Herbsttag auf einer Rennstrecke in Österreich. Wir nehmen teil an einer bei allen Autoherstellern üblichen Veranstaltung, bei der man sich dennoch nicht gern zusehen lässt. Eine Vergleichsfahrt findet statt. Über die Rennstrecke fahren Exemplare des neuen Autos, aber auch die vergleichbaren Sportwagen von Porsche und Mercedes-Benz
von Nissan und Ferrari. Einen ganzen Tag haben sie sich Zeit genommen für diesen Test. Gefahren werden alle Fahrzeuge im Vergleich von den Leitern der Entwicklungsabteilungen. An ihrer Spitze Wolfgang Reitzle. Bei seinen Leuten heißt Reitzle der E, Vorstandsmitglied für den Entwicklungsbereich. 41 Jahre ist er alt, promovierter Ingenieur, Jahreseinkommen zurzeit etwa 2 Millionen Mark. Und er hört es nicht gern, dass er als Kronprinz für den Chefsessel bei BMW gehandelt wird. Projektleiter Weißbart. Er kommt von einer Testfahrt zurück. In einem Auto von der Konkurrenz. Herr Weißbart, wie ist es im Daimler? Der Wind ist das Limit. Es ist kalt. Und sagen Sie was zum Auto. Hervorragend. Sehr gut. Konkurrenzauto. Also im Fahrverhalten, er ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig beim Lastwechsel in Kurven. Sonst ist es ein feines Auto. Die Blinkleuchte mehr gelb wirken lassen und den Rückfahrscheinwerfer mehr weiß. Damit kriegen wir auch einen Kontrast. Für Reitzle ist natürlich der BMW der persönliche Traumwagen. Aber immer noch zu verbessern. Diskussion mit Designer Klaus Luthe und Ingenieuren. Es geht um die Heckleuchten. Das ist gleichmäßig rot. Aber diese. Machen Sie mal den Blinker auch aus. Komplett aus. Auch Hauptlicht aus. Licht aus? Ja. So, und jetzt ist im Grunde alles rot. Und wir können hier. Es wird Protokoll geführt bei diesen Diskussionen am Rande der Vergleichsfahrt. Dann kriegen wir die L-Form, besser raus. Ja. Bei der nächsten Sitzung des sogenannten E-Kreises, also der Gruppe der Entwickler, werden die Ergebnisse vorgetragen. Aber eigentlich geht es nur noch um Feinarbeit, die vor dem Serienanlauf bewältigt werden muss. Das Abtropfen des Wassers durch den Nachlauf wieder zurückgelangt und dass es hier in diesem Spalt hochkriechen kann, den man ja braucht, um den Spiegel abklappen zu können. Sodass also das Fahrzeug, das ich wohl gefahren bin, diese Maßnahme noch nicht hatte. Nein. Denn ansonsten wäre es ja sicherlich auch im Zusammenhang mit der gesamten Frage Seitenscheiben. Diese Männer sind von ihren Aufgaben fasziniert. Ihre Arbeit tun sie gern, auch wenn sie oft mehr als 40 Stunden in der Woche umfasst. Kritische Fragen, etwa nach der Zukunft des Autoverkehrs überhaupt, gleiten an ihnen ab. Oft steht das Auto sogar noch im Mittelpunkt ihrer Freizeit. Also ist das gelöst? Das ist gelöst. Anfang Februar 1990 im Werk Dingolfing. Die Produktion beginnt. Die Serienfertigung des BMW 850i. Trotz sorgfältiger Vorbereitung, das Fließband läuft 14 Tage später an als geplant. Niemand gibt einen Startschuss ab, niemand redet feierlich. Für die Arbeiter am Fließband geht es einfach um ein neues Modell, an dem sie wie gewohnt ihre Arbeit tun. Routine. Nicht mehr schön und abwechslungsreich. ...35 Fahrzeuge verlassen täglich das Band. Im Juni soll die Auslieferung beginnen. Groß ist die Nachfrage, so groß, dass Kunden, die heute bestellen, mehr als 3 Jahre warten müssen. Vielleicht ebenso lange wird es dauern, bis der Neue dem Unternehmen Gewinn bringt. Denn Automobilentwicklung ist teuer. Dieses Auto zu entwickeln kostete 1 Milliarde Mark.